Ihre Geschichte ist die eines modernen Aschenputtels. Mette Marit, von der alleinerziehenden Bürgerlichen zur Kronprinzessin von Norwegen. Eine Geschichte, die ein Buchautor nicht spannender hätte erfinden können, die aber auch Begehrlichkeiten weckt. Vor allem bei norwegischen Boulevardjournalisten. Reporter Harvard Melnas war einer von ihnen. Er sorgt gerade mit diesem Buch in Norwegen für einen Skandal. Denn darin beschreibt er detailliert, wie er im Auftrag seiner Zeitung bis vor kurzem Mettes Intimsphäre mit zweifelhaften Methoden ausspionieren sollte. Uns wurde gesagt, ihr habt ein unbegrenztes Budget, geht jeden Weg, der irgend möglich ist. Wir wollen alles wissen. Wir wollen so viele intime Fotos wie möglich von Mette Marit. Also haben wir Freunde und Bekannte von ihr kontaktiert und haben ihnen ganz erhebliche Summen angeboten. Von einem wussten wir, dass er sich Drogen kauft von unserem Geld. Aber das war uns egal. Das war offenbar nicht alles. Angeblich wurden Polizisten bestochen, um mehr über Mettes Vergangenheit in Oslos Halbwelt zu erfahren. Ein wildes Partygirl soll sie gewesen sein. Von Drogen-Nacktfotos, von kriminellem Milieu und Männergeschichten ist plötzlich die Rede. Mette Marit, die Gejagte, das Interesse an der jungen Frau wächst in ganz Europa. Mit Lady Di wird sie verglichen und sie wird genauso durchleuchtet. Eine Geschichte über Mette Marit, die große Liebe von Kronprinz Haakon von Norwegen, garantiert bis heute Auflage, auch in Deutschland. Mette Marit und ihre ganzen königlichen Kollegen, ganz klar, Mary von Dänemark, Letizia, Maxima der Niederlande, das sind alles junge Frauen, die sind auch hier von ganz, ganz großem Interesse. Das sind Frauen, mit denen sich viele junge Frauen identifizieren können und vielleicht auch noch so ein bisschen was hineinträumen können, nämlich die Märchenprinzessin, die vorher eine ganz normale Bürgerliche war. Ganz klar, das sind Frauen, die von Interesse sind. Doch die Art, wie Mette Marit in Norwegen fast schon beschattet wurde, die ist einmalig. In Kugelschreibern, versteckte Kameras, Mikrofone in Münzen, Bestechungen von Bankangestellten, die zur Folge hatten, dass Kontoauszüge der königlichen Familie veröffentlicht wurden. All das ist unglaublich. Harvard Melnas hat sich mit diesen Details seiner journalistischen Arbeit angeblich an die Öffentlichkeit gewandt, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Allmählich haben mir die Prominenten leid getan. Es ist hart, heutzutage in Norwegen prominent zu sein, weil auch dauernd irgendwelche Menschen bei den Zeitungen und Magazinen anrufen und irgendwelche schmutzigen Stories anbieten. Bei meiner ehemaligen Wochenzeitung hat man das Ganze perfektioniert und über diese merkwürdigen Methoden muss die Gesellschaft informiert sein. Da ist es nicht so wichtig, ob ich der Zeitung gegenüber loyal bin. Viele halten Harvard Melnas für einen Pseudomoralisten, der mit seinem Buch nur wieder Kasse machen will. Aber seine Enthüllungen haben Norwegen erschüttert, bis hin zur Königsfamilie selbst. Prinzessin Astrid, Tante von Prinz Haakon, war schlicht entsetzt. Ich kann nicht glauben, dass man so interessant für andere Menschen sein kann, dass solche Methoden wirklich angewandt werden. Obwohl man es gehört hat, man kann es einfach nicht glauben. Von dem Moment an, wo man das weiß, muss man doch die ganze Zeit aufpassen, was man sagt. Wenn die wirklich sogar durch Türen und Wände hören können, hat man sogar in seinen ganzen eigenen privaten Räumen keine Privatsphäre mehr. Man muss ja ha et Sted, man kann schlappe helt da. Und sie können durch Türen und Wände hören. Wahrscheinlich bis heute. Wie sehr die königliche Familie und speziell Mette Marit unter Druck stehen und standen, zeigt der bisher in der Geschichte wohl einmalige Vorgang der Drogenbeichte, die Mette Marit vor der Hochzeit mit Haakon ablegte, öffentlich. Ich war in Behandlung, um von den Drogen loszukommen. Und ich weiß, dass es für viele Menschen befremdlich ist. Es tut mir sehr leid, wenn ich an die Zeit denke, aber man kann die Vergangenheit nicht ändern. Mette Marit hat es trotz aller Skandalgeschichten geschafft, für die Norweger und für viele andere Europäer eine neue Prinzessin der Herzen zu werden. Aber sie ist und bleibt Prinzessin in einem Land, in dem Journalisten weitergehen als irgendwo sonst. Da ist ja sehr, sehr viel Geld geflossen, um Menschen das zu entlocken, die mehr wissen über das Königshaus, was sie ausgegeben haben, wohin sie fahren. Sehr, sehr viele Geheimnisse. Da sind Bankbeamte bestochen worden. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es bei uns so läuft. Ich wüsste keine Zeitschrift, die derartige Methoden anbringt. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass bei uns die Bankbeamten oder Polizisten derart bestechlich sind. Glaube ich nicht, dass es bei uns passieren könnte. In Norwegen ist es passiert, behauptet zumindest Harvard Melnas. Und als einer, der jahrelang selbst die intimsten Stories über Mette Marit verbreitet hat, ist er durchaus glaubwürdig. Beruhigend, dass die Prinzessin an all diesen gemeinen Enthüllungen nicht zerbrochen ist. Dass sie es geschafft hat, souverän zu bleiben. So souverän, wie eine künftige Königin sein muss.